Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer wunderschönen neuen Folge von Scrub Mechanic. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin euer Xaug und mein Hals, das ist unglaublich. Mein Hals, der ist so am Arsch irgendwie. Aber ich muss diese Aufnahmen machen. Beziehungsweise ich will auch. Ich habe sogar Bonbon, Nase zu. Jetzt habe ich gedacht, okay, jetzt werde ich gesund. Jetzt spinnt mein Hals so rum. Voll übel. Also sorry dafür, aber ihr seid eh gleich erlöst mit Timelapse. So, ja, kommt da nicht Urlaubsfeeling auf, ha? Das sieht so toll aus. Das ist einfach so schön geworden hier mit dem Taxi. Ah, schön. Ich habe mal hier den Eingang. Also ich finde, das sieht jetzt schon aus wie Flughafen irgendwo in der Karibik. Okay, gehen wir mal rein. Und zwar möchte ich heute, meine lieben Freunde, ich zeige euch mal, wo Xelen steht. Da oben, da steht sie. Und wartet schon für den Timelapse. Und zwar möchte ich heute das Dach drauf machen. Dabei habe ich mir ein bisschen was überlegt. Und zwar, ich hatte einen kleinen Gedankenfehler. Und zwar habe ich ja gesagt, hier geht dann Terminal 1 lang, dahin geht Terminal 2 lang. Nochmal vielleicht da oder da noch Terminal 3 für große Flugzeuge. Möchte ich jetzt doch nicht so machen. Oh, was liegt denn hier? Sehr schön. Können wir wegmachen. Und zwar ist es eigentlich Quatsch, dass man mehrere Check-ins hat. Meistens hat man nur ein Check-in und die verteilen sich dann auf die verschiedenen Terminals. Zwar nicht ganz so richtig, ja, aber ungefähr so ist das meistens. Es gibt natürlich Unterschiede. Bei dem einen Flughafen ist es so, bei dem anderen ist es so. Man ist so, dass wir ein Check-in machen mit verschiedenen Schaltern. Wahrscheinlich dahinter, müssen wir mal gucken. Oder vielleicht hier in die Richtung. Dann würde man das da hinten zumachen oder da der Parkplatz. Oder man könnte sich überlegen, ob man da auch so einen Busbahnhof hinmachen oder so. Mal gucken. Es tut mir echt leid mit der Stimme, aber es geht halt nicht anders. Genau, und da habe ich mir gedacht, da machen wir noch ein schönes Dach drauf, also noch einen zweiten Stock drauf, damit wir hier so eine Art Galerie noch hinmachen können, damit man hier so runterschauen kann. Hat man ja oftmals so, ne, so Wartebereich, dass man da oben so sitzen kann und einfach warten kann. Und was auch richtig cool ist und was ich möchte, ist, dass man auf das Rollfeld von da oben runterschauen kann. Dass man da einfach die Flugzeuge starten und landen sieht. Das wäre so mein Plan. Und deswegen habe ich gedacht, wenn wir alles so flach machen, da sehen wir nicht so weit. Ne? Da sehen wir nichts vom Rollfeld. Und wenn wir hier so eine schöne Galerie hinmachen, dann hier so eine schöne Glasfront oben hin, dann können wir in die Richtung das ganze Rollfeld sehen. Das war so mein Gedanke. Und das werden wir jetzt bauen. Ich hatte ja überlegt, hier eigentlich einen Imbiss hinzumachen. Wir werden hier die Treppe hinmachen. Und ja, genau. Würde ich sagen, fangen wir an, liebe Leute. Los geht's. Next level.
So, meine lieben Freunde, jawoll, da haben wir das Dachlein fertig. Also grob gesehen, ich will hier später noch so Muster reinmachen. Aber jetzt geht es erstmal darum, dass wir das einfach zu haben. Mal schauen, vielleicht hier irgendwie so ein X immer reinmachen oder so. Oder irgendwelche Querverstrebungen aus anderen Materialien. Oder was auch denkbar wäre, hier oben drauf nochmal eine Querverstrebung. Mal schauen, wie wir das machen. Oder unten drunter, das ging ja auch. Irgendwie, dass das nicht so ganz so große Glasflächen werden. Aber es sieht schon mal auch ziemlich cool aus. Auch wenn wir jetzt hier unten so reinschauen mit dem Schatten- und Lichtspiel. Das ist ziemlich cool. Genau, dann haben wir hier oben die Galerie bzw. den Wartebereich, der dann mit normalem Dach überdacht ist. Gehen wir mal kurz rein. Lölölö. Hallo. Lölölö. Das sieht jetzt auch von innen ziemlich cool aus. Ah, das ist schon so sehr, 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 sehr schick. Das Schöne ist, hier haben wir immer noch Platz für einen Imbiss oder sowas. Zumindest so einen kleinen Stand oder so. Und dann hier können wir runterschauen, so wie man es meistens im Flughafen kennt, dass man hier irgendwo runterlucken kann. Hier müsste man dann eine Schräge hinsetzen. Ich will das auch designtechnisch noch ein bisschen editieren. Mal gucken. Zum Beispiel hier haben wir diese Säulen, die ich fortsetzen möchte. Auch hier, dass wir hier einfach noch so, also das werden wir auch nachhinein noch viel machen, dass wir später noch Designelemente reinsetzen. Auch hier diese Säulen durchziehen, auch hier und hier. Hier in der Mitte, wie bin ich denn jetzt hier reingekommen? Wie geil. Hier in der Mitte, das da wird wahrscheinlich noch zu werden, weil wir wollen ja noch eine Anzeigetafel machen. Da müssen wir dann auch noch ein bisschen nach hinten weggehen, damit wir die Möglichkeit haben, da die Technik unterzubringen. Also dass wir hier so einen kleinen Kasten oben reinsetzen für die Pistons dann, damit das dann wechseln kann. Das könnten wir auch vielleicht sogar dann in der nächsten Folge schon machen. So, genau. Dann wird das hier auf sein. Auf der anderen Seite auch. Das läuft dann einfach zusammen. Das ist dann okay. Und dann machen wir hier dann in dem Bereich hier den Check-in. Und dahinter dann die Verteilung in die verschiedenen Gates. So wäre das zumindest der Plan. Vielleicht könnte man auch so machen, dass wir ja, genau, dass wir hier dann und dann so ein Gate, da so ein Gate und da ein Gate hin machen, wo dann die Flugzeuge, also dass wir drei Stück haben. Ja, und dann kommt schon das Rollfeld. Also das sieht schon mal sehr schön aus, es gefällt mir optisch sehr gut. Ich bin eigentlich echt zufrieden. Sieht super nach dem Flughafen aus. Es soll ja kein Riesenflughafen sein, das ist ein Flughafen auf irgendeiner Insel Bahamas oder sowas, irgendwas Kleines, wo ja, dann die kleinen Flieger starten. Und hier könnten wir auch dann hier so eine Wand ziehen irgendwie. Vielleicht einmal so. Und dann machen wir hier noch so einen Rand nach unten. Immer drei Blöcke. Oder vier besser gesagt. Ja, das sehen wir dann später. So, ja, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaltet in die nächste Folge auch wieder ein. Wie gesagt, wir könnten uns dann sogar überlegen, ob wir dann die Technik machen für die Gates. Also dass wir da wirklich sagen, so jetzt machen wir das. Das glaube ich, ist vielleicht gar nicht so verkehrt, oder? Dass wir da die schöne Tafel machen. Ich finde, die Tafel sagt dann auch nochmal sehr viel darüber aus, ob das ein Flughafen ist oder nicht. Oder nur ein, ja gut, im Bahnhof. Bahnhof hat das ja auch, ne? So eine Tafel. Naja. Genau, das machen wir dann auch noch mit der Schrägen schön. Das sieht das echt super aus. Also das gefällt mir sehr gut. Ja, dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.